Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video geht es um das Thema Weihnachtsgeschenke. Denn ich finde, dass es aktuell schon an der Zeit ist, sich mal darüber Gedanken zu machen. Vor allem, wenn das Sachen sind, die vielleicht doch auch so ein paar Tage Versand brauchen. Und Leute, wie oft passiert es, dass man am Ende irgendwie zu spät dran ist für die coolsten Weihnachtsgeschenke, weil die dann entweder ausverkauft sind oder ein viel zu langen Versand brauchen oder man einfach gar keine Zeit mehr hat, sie aufzutreiben, weil man gar nicht mehr in die Stadt kommt. Und deswegen habe ich mir gedacht, besser zu früh als zu spät. Und es ist auch nicht viel zu früh. Es ist wirklich der perfekte Zeitpunkt. Und deswegen gibt es jetzt in ganz vielen verschiedenen Preisklassen schon ab einem sehr geringen Geld richtig coole Weihnachtsgeschenkideen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele Weihnachtsgeschenke, also für wie viele Personen ihr Weihnachtsgeschenke jedes Jahr besorgt. Bei mir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, also 9 Leute sind immer dabei, also fest. Auch mit einem richtigen Weihnachtsgeschenk und für den Rest halt irgendwie so eine Kleinigkeit oder so. Und hinterlasst dem Video natürlich auch sehr gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Und wir starten jetzt einfach mal mit der ersten Geschenkidee. Eine Sache, über die sich eigentlich jeder freuen würde, sind solche Massagekissen. Und zwar solche. Ich habe euch die mal rausgesucht. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein sehr interessantes Massagekissen, das nämlich auch noch eine Wärmefunktion hat und so 3D rotierende Massageköpfe hat. Ist zum Beispiel geeignet fürs Auto oder einfach für zu Hause oder auch fürs Büro. Und es gibt sehr, sehr viele von solchen Massagekissen in dieser Art. Wie gesagt, ich glaube, da würde sich eigentlich jeder drüber freuen. Und es ist total egal, wie alt man ist, was für einen Job man hat oder was man sonst macht. Ich glaube, über dieses Geschenk freut sich wirklich jeder. Und es gibt eben solche Massagekissen schon in einer guten Qualität für unter 30 Euro. Und ich packe euch auch alle Links zu allen Teilen einfach mal in der Infobox. Das sind alles Sachen, die ich mir rausgesucht habe, weil ich finde, dass es coole Geschenkideen sind. Und ein paar davon habe ich mir auch schon bestellt. Die sind jetzt auch schon hier zu Hause. Und zu den anderen Sachen packe ich euch dann einfach den Link rein. Und das Ding, was ich euch da gerade in die Infobox packe, ist übrigens auch gerade Bestseller Nummer 1 in der Kategorie. Dann eine Sache, die ich richtig cool finde. Und zwar ist das so ein Getränkeablagehalter für die Couch. Und sowas ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen notwendig, aber es ist schon extrem praktisch. Wir haben das hier. Man sieht es gar nicht. Moment, ich zeige euch das einmal. Das hier ist ein Tisch, der normalerweise bei uns an der Couch steht. Und der Vorteil ist, den kann man sich quasi so an den Sitzbereich ranschieben, dass das quasi über dem Polster ist. Also hier wäre dann die Couch entlang. Und das ist super praktisch, weil hier kann man dann seine Getränke abstellen, während man dann zum Beispiel Serien schaut. Und wenn man sich jetzt nicht unbedingt direkt so einen ganzen Tisch kaufen möchte, um seine Getränke direkt bei sich auf der Couch stehen zu haben und nicht auf einem Couchtisch, der vielleicht etwas weiter entfernt ist oder zu dem man sich wirklich immer hinlehnen muss, dem kann ich dann hier das empfehlen. Das ist so ein Plastikding, das man einfach bei sich um die Lehne machen kann. Und da kann man dann eben einfach sein Getränk abstellen. Das ist super sicher, es bleibt dort auf jeden Fall stehen, egal was passiert. Und einfach auch extrem praktisch, wenn ihr bei euch jemanden im Freundeskreis habt, der einfach sehr gerne Filme oder Serien schaut, viel Zeit auf der Couch verbringt, der wird dieses Geschenk garantiert feiern. Und es ist auch eine Einheitsgröße, da könnt ihr auch Kaffee reintun oder alles mögliche, worauf ihr eben da gerade Bock habt. Und meine Katzen prügeln sich da gerade. Ein weiteres Geschenk, was auch ideal wäre für einen Freund, der wirklich sehr viel Zeit am Handy verbringt oder auch am Tablet, wäre so ein Handy- bzw. Tablet-Halter. Allerdings so einer. Den kann man sich überall hinstellen. Man kann doch zum Beispiel auch ganz gemütlich auf der Couch über das Tablet irgendeine Serie schauen oder wo auch immer man gerade sitzt, sich das irgendwo am Schreibtisch integrieren und da dann auf seinem Schreibtischstuhl einfach gemütlich eine Serie schauen, wenn man zum Beispiel keinen Fernseher hat. Man kann das zum Beispiel auch in der Küche integrieren, um da dann besser auf seinem Handy oder auf seinem Tablet einfach das Kochrezept nachzulesen oder sich das Kochtutorial anzuschauen. Das Ding hat quasi eine verstellbare Klemme und der Rest ist so total verdrehbar und verstellbar und man kann damit quasi alles machen, was man möchte. Ich denke, da gibt es wirklich genug kreative Ideen, das einzusetzen. Deswegen packe ich euch auch mal die Links dazu in die Infobox, einmal fürs Handy und dann auch nochmal fürs Tablet. Die nächste Geschenkidee bekommt ihr schon für ein paar Cent. Also es gibt sie zum Beispiel auf Amazon für 5 Cent, auf Wish glaube ich schon ab 1 Cent. Und zwar ist es das hier. Das ist ein Reinigungsschleim. Das ist quasi super gut dafür geeignet, um Tastaturen oder irgendwelche technischen Sachen zu reinigen, die so kleine Zwischenräume haben, die man allerdings nicht mit Wasser reinigen sollte. Und ich habe jetzt mal hier diese Variante eben auch gekauft, um sie zu verschenken. Ich habe sie jetzt allerdings auch schon geöffnet, weil ich mir sehr sicher bin, dass die Person mir nicht böse ist, wenn ich ihr sage, dass ich das einmal ganz kurz für ein Video demonstrieren wollte. Und zwar, so sieht das hier aus. Das ist einfach so ein neongrüner Glibberschleim.
Und da kann man eben ganz toll zum Beispiel bei Tastaturen drüber gehen, um dann eben den Dreck aus den Zwischenräumen rauszuziehen oder zum Beispiel auch bei Fernbedienungen. Also alles, was so dieser Art entspricht, und das hat ja auch definitiv jeder zu Hause. Und Leute, wann habt ihr das letzte Mal eure Tastatur so wirklich in den Zwischenräumen gereinigt oder eure Fernbedienung? Ich glaube, das ist schon etwas länger her. Deswegen, ich finde, das ist eine sehr coole Idee. Das sieht halt auch noch witzig aus. Das hat echt nicht jeder zu Hause. Also, kennt ihr irgendjemand, der sowas zu Hause hat? Es ist bestimmt nicht jeder. Und der riecht auch noch mega cool. Ich verlinke euch auch mal diese Variante hier in der Infobox. Die ist jetzt mit, ich glaube, Prime-Lieferung. Also, die wäre dann auch schnell bei euch da, falls ihr noch ein Last-Minute-Geschenk braucht. Und ja, ist einfach eine coole und süße Idee für jemanden, der offen für sowas ist und vielleicht auch ein bisschen technikaffin ist. Bei den Geschenkideen habe ich auch darauf geachtet, dass auch sinnvolle Sachen dabei sind. Deswegen kommen wir jetzt zu dieser Multi-Ladestation hier. Denn Leute, ich hätte mich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr darüber gefreut, wenn ich sowas geschenkt bekommen hätte. Das ist eben sehr praktisch. Das kann man sich eben irgendwo dran stecken, wo man normalerweise immer so eine riesige, hässliche Mehrfachsteckerleiste hat, die auch noch nicht mal ausreicht. Ich finde, dass das einfach deutlich cooler aussieht. Man sieht halt gar nicht, dass es vom Prinzip eine Art Mehrfachstecker ist und es erfüllt halt absolut seinen Zweck. Man kann dort einfach mehrere Sachen gleichzeitig anschließen. Das heißt zum Beispiel sein Handy, sein Tablet, sein Laptop, alles gleichzeitig oder eben noch andere Sachen, die man laden muss. Smartwatch, ich weiß es nicht. Leute, ich glaube, man hat immer mehr Sachen zu Hause, die man abends laden muss oder eben tagsüber. Und dafür finde ich sowas eben praktisch. Und vielleicht sollte man auch einfach mal unnötige Geschenke, die man sowieso nicht braucht, weglassen. Und falls ihr jemanden kennt, der eben auch sehr viele Geräte hat, die er laden muss, immer irgendwelche hässlichen Mehrverstecker hat mit einem riesigen Kabelsalat, vielleicht wäre das dann genau die perfekte Geschenkidee. Ihr findet natürlich auch den Link wieder in der Infobox. Eine Geschenkidee, die ich auch noch sehr süß finde, ist quasi so ein Nachhaltigkeits-Starter-Kit zu verschenken. Zum Beispiel mit wiederverwendbaren Gemüsebeuteln zum plastikfreien Einkaufen oder zum Beispiel hier Glasstrohhalme. Die haben wir uns jetzt auch endlich mal zugelegt. Wir hatten einfach noch so viele Plastikstrohhalme, weil wir einfach irgendwann mal vor ein paar Jahren so, keine Ahnung, gefühlt 300er Packs gekauft haben. Ja, dumm. Und jetzt haben wir uns eben diese Glasstrohhalme hier endlich zugelegt. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die noch keine Glasstrohhalme bei sich zu Hause haben, allerdings gerne auch Strohhalme trinken. Deswegen wäre sowas eine Idee. Schreibt mir mal in die Kommentare, was es sonst noch für nachhaltige Geschenkideen gibt. Was sind Sachen und Produkte, die man gebrauchen könnte, um seinen Alltag nachhaltiger gestalten zu können? Wie eben diese Glasstrohhalme hier. Und da können wir auch mal ein bisschen sammeln. Und da könnt ihr euch auch mal so ein bisschen Inspiration holen und zum Beispiel einfach so ein kleines Nachhaltigkeitskit für jemanden aus eurer Familie oder Freunde einfach zusammenstellen und dann verschenken. Die nächste Sache finde ich wirklich extrem spannend und zwar ist das ein kleiner Garten, den ihr verschenken könnt. Ich blende euch mal hier ein paar Bilder ein. Das ist quasi ein intelligenter Garten. Das Ganze ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen teurer. Unter 100 Euro, aber schon, ja, also das würde ich nur jemandem schenken, der gerne sowas in der Richtung hätte. Denn das Ding ist eben intelligent. Man muss dort nur einmal Wasser einfüllen und das reicht dann für einen Monat zum Beispiel. Und es hat auch ein eigenes Pflanzenbeleuchtungssystem. Also sehr cool und durchdacht. Und für jemanden, der zum Beispiel viel unterwegs ist, nicht immer zu Hause ist und deswegen sich nicht regelmäßig um Pflanzen kümmern kann, aber sehr gerne trotzdem echte Pflanzen bei sich zu Hause hätte, wäre das eben eine Idee. Es ist einfach mal was ganz anderes. Das sieht man nicht oft, davon hört man nicht oft was. Und deswegen wäre es einfach mal eine ausgefallene, aber gleichzeitig trotzdem sinnvolle Geschenkidee. Dann fand ich das ja auch noch eine sehr, sehr schöne Geschenkidee. Geht so ein bisschen einher zu der Idee vorher und zwar ist das ein Bonsai. Quasi ein eigener kleiner Bonsai, den man sich dann zu Hause anzüchten kann und er sieht unglaublich schön und süß aus. Diese Geschenkidee kostet unter 15 Euro, also wesentlich günstiger als die andere Idee, die auch so in Richtung grüner Daumen ging. Deswegen, falls ihr da was günstigeres sucht, das hier wäre die Idee. Da würde ich euch allerdings empfehlen, dass ihr da auch schon eher schnell zuschlagt, denn ich glaube aktuell sind die erst wieder dem 5. oder 7. Dezember lieferbar. Also das bestellen anscheinend schon einige Leute zu Weihnachten als Geschenkidee. Und ich finde einfach, dass so ein Bonsai-Bäumchen echt richtig hübsch aussieht. Und es ist natürlich auch ein besonderes Geschenk in der Hinsicht, dass die Person dann auch öfter an euch denkt, weil die zum Beispiel den Bonsai-Baum ein Jahr später immer noch hat. Und wenn sie ihn sieht, dann wird sie wahrscheinlich auch nochmal an euch denken, weil sie diesen Baum ja von euch hat. Ihr könnt mir sehr gerne mal zwischendurch schreiben, welche Idee ihr bis jetzt am besten fandet. Und natürlich auch sehr gerne, was sind so eure coolsten und besten Geschenkideen, die ihr aktuell so im Kopf habt. Gibt es da was ganz Bestimmtes? Ich glaube, da wären einige Leute dankbar, wenn wir einfach mal ein paar Geschenkideen auch nochmal in den Kommentaren sammeln, neben den 10, 11 Stück, die ich euch hier nenne. Und falls ihr so einen Apple-Fanatiker bei euch in der Familie habt oder irgendwie der Freund ein Apple-Fanatiker ist oder weiß ich nicht wer, wäre vielleicht noch eine Idee, eine Apple-Ladestation zu verschenken, dass dann quasi so
eine Station, die man sich auf den Nachttisch stellen kann, mit der man dann eben nicht nur das iPhone laden kann, sondern dann zum Beispiel auch die Apple Watch. Also alles Mögliche, was es eben von Apple gibt. Und das ist dann schon cool, wenn man eben alle Geräte hat, dass man dann eben auch diese komplette Ladestation bei sich zu Hause hinstellen kann. Ist ein bisschen teurer, deswegen vielleicht tut ihr euch da einfach mit Geschwistern, Freunden oder mit wem auch immer zusammen. Und dann könnt ihr so ein cooles, vernünftiges Weihnachtsgeschenk, das eben auch praktisch ist, verschenken. Ich finde, es ist sowieso eigentlich eine sehr coole Idee, sich nochmal mit anderen Leuten zusammenzutun. Manchmal ist es cooler, ein großes, richtiges Geschenk zu haben, was irgendwie auch einen Wert hat und was man auch wirklich braucht und nutzt, als 5 kleine Geschenke, die zwar kreativ sind, aber eigentlich gar keinen richtigen Nutzen haben und es dann vielleicht eher ein bisschen Verschwendung ist. Und ja, deswegen, vielleicht fragt einfach mal eure Freunde oder Geschwister und tut euch zusammen. Das Positive ist dann nämlich auch, dass ihr euch nicht mehr alleine Gedanken über das Geschenk machen müsst. Dann eine Geschenkidee, die einfach auch wieder ein bisschen kreativer ist, ausgefallener, das sieht man nicht so oft, kann aber trotzdem einen sehr praktischen und nützlichen Effekt haben. Und zwar ist das ein Einschlafmetronom, ich glaube, so nennt man das. Das ist quasi ein Gerät, ist es kein Gerät, aber ein Objekt, mit dem man sein Handy zu einem Projektor umwandeln kann und dann eben bestimmte Bilder projizieren kann, die auch helfen können, dass man schneller einschläft. Es ist auf jeden Fall wirklich eine sehr schöne und coole Sache und ich fand das Ganze ziemlich faszinierend und ich bin da auch am Überlegen, das zu kaufen, weil ich da nämlich eine ganz bestimmte Person im Kopf habe, bei der das Sinn machen würde und die sich, glaube ich, sehr darüber freuen würde und die das auch auf jeden Fall nutzen würde. Ich hoffe sehr, dass für den einen oder anderen vielleicht eine passende Geschenkidee dabei war. Wie gesagt, ihr findet zu allen Teilen nochmal Links in der Infobox und ich habe tatsächlich auch noch vor, dass weitere Videos in dieser Art online kommen werden. Ich habe nämlich noch ein bisschen recherchiert und einige weitere coole Sachen gefunden, die jetzt auch alle in den nächsten Tagen eintrudeln. Die werde ich euch nämlich nochmal persönlicher zeigen. Schreibt mir auch mal, was euer Favorit aus dem Video war. Ich glaube, für mich war es das hier. Ich finde das einfach so cool und gleichzeitig auch noch so praktisch. Deswegen, ja, ist das einfach ganz klar mein Favorite. Und es gibt es eben auch schon für wenig Geld. Das heißt, es kann sich quasi jeder holen. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne einfach bei mir auf Instagram vorbeischauen, denn in meinen Insta-Stories wird es auch noch einige Verlosung geben in nächster Zeit und ich denke, die wollt ihr garantiert nicht verpassen. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann klickt sehr gerne hier oben auf das i. Dort findet ihr weitere Videos von mir oder ihr könnt euch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social Media Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!